Hi meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video alle Infos. Wir sind immer noch live im Savathon. Gerne reinkommen. Wir sind gerade, wo ihr das seht, live schon seit 24 Stunden und werden natürlich bis zur neuen Season machen und ein bisschen länger, Freunde, denn es kracht komplett. Wir haben die ersten Teaser bekommen. In diesem Video alles, was wir über die Season 5 wissen und der neue 30-sekündige Teaser-Trailer. Insane, Freunde, alles werden wir analysieren. Ich würde sagen, wir starten direkt. Der offizielle Titel von dem neuen Trailer, Freunde, geht übrigens, wie gesagt, 30 Sekunden. Fortnite Chapter 4 Season OG. Also das ist keine Season 5. Die Season heißt nicht Season 5, sondern Season OG, Freunde, Season OG. Und natürlich Season OG Return to Tilted Towers. In diesem Trailer geht es hauptsächlich um Tilted Towers. Wir kriegen einige Informationen. Wir werden ihn uns jetzt komplett geben. YouTube, wenn ihr mal hört hier... Das ist ein Copyright-Song, deswegen werde ich das Ganze stumm schalten, nur damit ihr Bescheid wisst, da ist eigentlich ein Copyright-Song hinterlegt. So, wir gucken es uns jetzt an. Angefangen geht's hier los, Freunde. Rare Droppin, wo landen wir? Das haben sie bei jedem Teaser auch rausgehauen, Freunde, ne? Hype ist auf jeden Fall da. Und wir sehen natürlich jetzt die Sicht von oben. Das soll Tilted Towers sein. Ihr müsst wissen, das, was wir hier sehen, wo wir jetzt drauf liegen hier, ist Tilted Towers. Und wir haben so eine kleine Ansicht schon mal von oben, Freunde. Denn viele sagen, es ist kein Dusty Depot, also kein Krater, sondern das OG Dusty Depot. Aber wir sind in Chapter 1, Season 5. Und wenn man hier ganz genau hinguckt, ne, wenn ich das ein bisschen klein mache, wenn man hier, wo meine Maus ist, ganz genau hinschaut, seht ihr, da ist der Krater mit den Bäumen. Also, Freunde, es ist auf jeden Fall so, das ist kein Dusty Depot, das ist Dusty Depot, wie angekündigt. Dann sehen wir den Wikingerberg, dann Loot Lake natürlich, ne, war ja ganz klar. Dann auch hier diese Fußballhalle, war ganz klar, wir kriegen die komplette Karte, ne. Und wir gehen jetzt ganz genau erstmal auf Tilted Towers rauf und sehen aus Tilted Towers was, ne? Wenn wir hier den kleinen Frame gucken, wo wir näher kommen, können wir natürlich die Map erkennen und Double L mit dem Shop Big Ben, ne? Doch, das ist der Wikingerberg. Also der Wikingerberg ist auch da. Mal schauen, ob da nur das einzelne Haus drauf ist. Bei Chapter 1, Season 5 war da oben ein Wikingerdorf. Sollte dann schon das Wikingerdorf sein. Wie gesagt, wir kommen hier rein, sehen hier beispielsweise Big Ben, die alten Häuser. Jetzt kommt aber ein ganz, ganz großer Punkt, den ich noch nicht verstehe. Ich habe gedacht, das haben sie vielleicht gemacht. Jo, weil vielleicht irgendwie was fehlt. Weil vielleicht das gestern im 7-sekündigen Teaser-Trailer die Sicht beschränkt hat. Aber ihr seht hier rotes Gebäude, dann kommt Double L irgendwann, hier ist das Gebäude, was immer zerstört worden ist, Big Ben, Bricks Gebäude, Basketballplatz da, aber wenn wir jetzt genau hinschauen, Freunde, ne, einmal sehen wir erstmal hier die Scar, ne, die Scar, Freunde, und das ist halt einfach die Scar aus Chapter 2. Die Scar wird aus Chapter 2 sein, das Model, also das Modell aus Kapitel 2. Wir sehen die hier Armo-Boxen, also diese Munitionsboxen, die wir hier sehen, sind auch jetzt erst, waren Chapter 1 noch nicht, da gab es nichts, sind auch da, ist klar. Dann LKWs und so weiter und so fort können wir nicht fahren. Ganz, ganz wichtig, ihr seht hier ein LKW und Autos werden nicht zu fahren sein. Also alle Freunde, die denken, jo, wir können vielleicht LKWs oder Autos fahren, wie jetzt seit Chapter 2, Season 3. Nein, es wird nicht gehen. Dafür werden wir so haben wie Einkaufswagen, war ja schon lange geleakt, ne? Wie Hoverboard, Baller, Flugzeuge und so weiter und so fort. Kugler, ne? Auch. Dann natürlich die Bäume, alte Grafik, versuchen sie wahrscheinlich annähernd zu machen. Ist natürlich nicht die komplette OG-Grafik. Einiges wie jetzt ist natürlich noch da, aber ich denke, sie haben es wirklich originalgetreu fast hinbekommen. Hier sehen wir dann den Golfcar. Okay, Golfcar kommt natürlich auch wieder. Wir sehen hier mit der Scar alte Skins, die Battle Pass Skins hier nochmal deutlich. Diesen Skin, den wir hier sehen, ein neuer Skin, komplett neu geleakt jetzt durch diesen Trailer. Ein Remix aus, ich würde sagen, von der Seite sieht er aus, wenn wir hier mal schauen, wie der Dino, wenn ich hier mal vorspule. Warte, wo war's? Der sieht ein bisschen aus wie ein Dino, Freunde. Und Farbenbomber-Vibes. Könnte eine Mischung aus Dino und Farbenbomber sein, Freunde. Dann, wichtig, sehen wir natürlich hier noch die Autos. Wie gesagt, können wir nicht fahren. Und jetzt kracht's komplett. Das war die Pumpgun. Auch die kommt. Die Pumpgun kommt wieder. Natürlich war schon geleakt, Freunde. Natürlich nicht im OG komplett sein. Warum? Keine Ahnung. Die Scar, der Rocket Launcher und die Pumpgun sind bis jetzt die drei Waffen. Die kommen wieder nicht im OG-Modus, also nicht im Chapter 1 Modell. Die haben noch das Chapter 2 Modell. Aber an sich wird sie wiederkommen, ne? Ihr seht, hier fahren sie mit dem Ding rum. Hier ist die Desert Eagle, Freunde. Und jetzt kommt es komplett, ne? Hier haben wir ein bisschen was gebaut. Der Reboot Van, Freunde. By the way, Reboot Van ist immer noch da. Viele sagen, aber der Reboot Van war nicht da, Freunde. Der bleibt natürlich trotzdem da im alten Look.
aus Chapter 1, Season 9, Season 10, ne? Der Reboot Van im alten Look. Ansonsten können wir dann nicht mehr viel sehen, außer natürlich Desert Eagle und so weiter und so fort. Aber was ich ansprechen wollte, Tilted Towers wird nicht vollständig sein. Und zwar, Freunde, sehen wir jetzt in dieser Sequenz hier neben Tilted Towers fehlten Gebäude. Ich blende euch mal kurz ein. So, Freunde, hier seht ihr nämlich einmal Tilted Towers. Dieses Gebäude, das ist jetzt eine Variante aus Chapter 1, Season 3. Auf diesem Gebäude ist dieses Meme-Gebäude, was immer zerstört wird. Und daneben ist das große Gebäude, was auch immer da war. Ist irgendwie im Trailer nicht da. Keine Ahnung warum sie das nicht reinbringen. Denn, Freunde, wenn ihr das hier mal vergleicht, das ist das Bild, was wir jetzt haben. So wird Tilted Towers morgen kommen ins Game. Da sehen wir das Gebäude und so weiter und so fort. Da sehen wir hinter diesem Gebäude irgendwie das Gebäude. Ihr seht's, also das kleine. Aber ursprünglich sah das so aus. Da war hinter diesem Gebäude das große Main-Gebäude. Das große Main-Gebäude fehlt, ob das noch kommt. Wage ich tatsächlich jetzt zu bezweifeln, nach 2 Teaser-Trailern haben wir es immer noch nicht im Trailer gesehen. Vielleicht habe ich gedacht, haben sie das gemacht, um die Sichten besser zu machen, weil das so hoch ist. Aber so wie es aussieht, Freunde, wird das natürlich wahrscheinlich wirklich nicht reinkommen. Mal schauen, was kommt. By the way, hier auch der erste Look, also der erste offizielle Look zu Risky Reels. So sah damals Risky Reels aus. So einfach quasi, ne? So sah Risky Reels aus, dann da hinten irgendwie Tomato Town, hier rechts noch Häuser und so weiter und so fort. Man sieht im Himmel den alten Himmel und so weiter und so fort. Also die Grafik wird schon an damals angelehnt sein. Was man aber sagen muss, Freunde, ganz, ganz wichtig, es wird nicht die komplette OG-Grafik sein. Risky Reels sieht so aus mit den alten Autos, die wir nicht fahren können. Auch, Freunde, das ganz genau Chatpack kommt zurück in der Zeit, in der wir in der Season 5 sind, hat nämlich Fortnite Competitive eine Anspielung drauf gemacht auf das Chatpack, dass wir das natürlich ausrüsten sollen im Inventar, ne? Dementsprechend, das Chatpack wird auch zurückkommen ins Spiel. Sehr, sehr cool. Zusätzlich haben wir viele, viele Sachen an Waffen, die zurückkommen. Einmal hier seht ihr ganz klar die AK, das schwere Sturmgewehr, kommt zurück. Die OG Pumpgun kommt zurück. Die taktische Pumpgun, also die ganz normale Tag Pump, kommt zurück, Freunde. Der Raketenwerfer kommt zurück. Die SCAR kommt zurück. Die OG AR kommt zurück. Splashies werden wieder zurückkommen. Wir werden so, so viele Sachen bekommen von damals, Freunde. Und das war wirklich nur ein kleiner Teil. Wir werden morgen wirklich rasieren. Ich habe richtig Bock. Wir werden natürlich streamen. So, so viel OG-Geschichten kommen ins Game. Freunde, und das ist die geleakte Karte. Ganz, ganz wichtig, wir werden ja verschiedene Stufen haben, weil wir ja durch verschiedene Seasons reisen. So wie es aussieht, wird auch die ein oder andere Season miteinander verkuppelt sein und quasi zusammen sein. Das ist die Karte, so wie wir sie jetzt aus den Datenfiles halt haben. Die Orte, wie gewohnt, sind da. Loot Lake, das mittlere Haus ist weg, aber hier ist die Loot Lake Insel noch nicht drauf zu sehen. Vielleicht werden wir die Loot Lake Insel erst dann in-game sehen können. Was ihr aber wissen müsst, Freunde, Loot Lake ist da. Das Schneebiom wurde tatsächlich ein großes Stück verkleinert, ging ja damals bis Tilted Towers. Greasy Grove war komplett unter Eis, aber damit wir natürlich Greasy Grove nochmal erleben können, haben sie das jetzt als normale Stadt gelassen. Frosty Flights ist da, eine Stadt haben sie rausgelassen, und zwar Happy Hamlet. Happy Hamlet war hier, wo meine Maus ist. Die haben sie rausgelassen, dafür Flash Factory reingepackt. Mal schauen, ob die kommt, ich wage es auch zu bezweifeln. So wie es aussieht, haben sie die einfach geskippt, Freunde, aber so wird die große, ja, Karte auf jeden Fall aussehen. Risky Reels, Tilted Towers, das CD-Bot, wie gesagt, im Krater. Ich habe richtig Bock, Freunde, der Hype hält sich langsam nicht mehr in Grenzen. Durch Fortnite nochmal die Bestätigung bekommen, Sprinten wird aktiv sein, No-Build wird aktiv sein, ganz, ganz wichtig, No-Build ist da für die Leute, die nicht bauen. Sprinten wird aktiv sein, also dieses taktische Sprinten hat man gesehen, und Sliden wird auch aktiv sein, dementsprechend wird auch Klettern aktiv sein. Das Einzige, wo ich mir tatsächlich die Frage stelle, was machen sie mit Schwimmen, weil außerhalb der Karte ist man damals gestorben, sobald man das Wasser berührt hat. Mal schauen, wie sie das machen und umsetzen. Hier habt ihr eine kleine Übersicht, wie das alles so der Lootpool ungefähr aussehen könnte, ne? Vielleicht vieles wird fehlen, vieles wird kommen, so ungefähr könnte das aussehen, ne? Natürlich die Models von einigen Waffen werden ein bisschen anders aussehen, die Chapter 2 Variante haben, weil sie vielleicht die Chapter 1 Variante nicht mehr so haben, wie es halt damals war. Auf jeden Fall, Freunde, kommt der Großteil des alten Lootpools wieder, die alte Karte kommt wieder und maybe heute noch ein Teaser, bin ich sehr, sehr gespannt. Wir sind eh live, Freunde, kommt gerne rum, da verpasst ihr nichts. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu 2 Sachen. Kann Fortnite das Ganze vielleicht schon früher irgendwie rausgehauen haben, dass wir zurückgehen im Fracture Event, nach dem Fracture Event, wo die Chapter 4 Karte entstanden ist und wir in der Downtime waren, ist auch das Motelschild vorbeigeschwommen, beziehungsweise halt vorbei geflogen. Könnte das ein Teaser sein? Wir wissen ja, die alte Map mit Motel kommt wieder. Nicht nur das, auch diese Szene aus dem Collision Event Chapter 3 Season 2, also über ein Jahr her, wirklich viel, viel, 1,5 Jahre, ne? Und da hatten wir den Dörrburger im Zero Point. Könnten das alles schon Teaser gewesen sein, dass wir tatsächlich die OG-Karte und einen Monat OG Fortnite wiederbekommen? Keine Ahnung, Freunde, sind auf jeden Fall sehr, sehr geile Easter Eggs.
Im Großen und Ganzen, Freunde, war es das erstmal gewesen mit den neuesten Teasern und Infos. Sobald neue kommen, seid ihr auf dem Laufenden. Das war's gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.